Wenn es zu Multiplayer-Shootern kommt, hat jeder von uns so seinen Favoriten. Für den einen ist es Battlefield, für den anderen Counter-Strike und für ein paar sogar noch so alte Meilensteine wie Quake. In meinem Fall ist es unterm Strich zwar ganz klar Halo, allerdings gibt es für mich aktuell einen neuen Stern am Firmament: Overwatch. Klar, ich habe schon sehr viele verschiedene Shooter gespielt. So habe ich meine 700 Spielstunden in CSGO. They talk about my one taps. And I think for me, aiming is so easy. Und hatte auch mal eine Zeit, in der ich Call of Duty cool fand. Doch Overwatch hat mich aktuell tatsächlich wirklich am Haken. Doch warum ist das so überraschend? Overwatch ist von Blizzard und Blizzard ist allgemein so ähnlich wie Valve dafür bekannt, zwar nicht oft neue Sachen zu machen, aber wenn sie etwas Neues machen, dann wohl richtig. So ist das Ganze nun auch mit Overwatch. Doch in meinem Kopf hat Overwatch tatsächlich eine sehr seltsame Entwicklung durchgemacht. Als die Beta rauskam und viele YouTuber anfingen, das Spiel in die Unendlichkeit zu hypen, hat mich das Spiel schlichtweg nicht interessiert. Von der oberflächlichen Betrachtung her schien es für mich als der Anfang vom Ende. Overwatch, der erste MOBA-Shooter. Dazu sollte man wissen, dass ich bis heute kein Fan von MOBAs bin, was wohl daran liegt, dass sich MOBAs aus dem für mich schlechtesten Feature von Warcraft 3 entwickelt haben: Helden. Seid ihr der König? Also ich hab euch nicht gewählt. Für mich gehören Helden bis heute nicht in ein kompetitives RTS-Game und auch wenn MOBAs per se inzwischen ihr eigenes Genre mit gefühlt 100 Ablegern sind, konnte ich mich nie so ganz mit den Spielen wie League of Legends oder Dota anfreunden. Sollte nun Blizzard also daherkommen und einen neuen Trend ins Leben rufen, der mein so geliebtes Shooter-Genre mit dem MOBA kombiniert und somit für mich zerstört? Nein. So kommen wir nämlich zum ersten entscheidenden Schritt. Als der Release von Overwatch näher rückte, habe ich wie bei so vielen so gehypten Dingen versucht, den Hype zu verstehen und mich mit dem Spiel beschäftigt. Und während ich das zum Beispiel auch mit Videos von MaxFPS und Co. tat, machte es plötzlich Klick. Und von jetzt auf gleich war ich total gehypt auf Overwatch und habe es mir dann tatsächlich auch noch zu Release geholt. Doch selbst dort war Overwatch für mich noch nicht das, was es jetzt ist. Während ich angefangen habe, Overwatch zu spielen, wurde es für mich immer besser. Es nutzte sich nicht ab, sondern machte immer mehr Spaß und jetzt spielt Overwatch nicht nur auf die Branche bezogen, sondern auch für mich ganz persönlich bei den ganz Großen mit. Damit meine ich nicht nur zwingend die Verkaufszahlen, sondern auch zum Beispiel einen gewissen kompetitiven Anspruch. Overwatch kann man guten Gewissens und ohne sich zu schämen in einem Satz mit Counter-Strike, Halo und Quake nennen, wenn es um kompetitive Spiele geht. Doch warum macht mir Overwatch nun so plötzlich so viel Spaß? Dieser Frage möchte ich noch ein wenig genauer auf den Grund gehen. Zunächst hätten wir da wohl das Offensichtliche, die Helden. In Overwatch fühlt sich jeder Held einzigartig an. Keiner wirkt wie ein Abklatsch eines anderen und keiner ist, soweit zumindest ich sagen kann, unspielbar. Jeder Held ist für eine bestimmte Situation und eine bestimmte Teamkomposition gut. Dabei sind Fragen wie Map, Modus, Angriff oder Verteidigung und natürlich die Heldenauswahl des restlichen Teams entscheidend. Doch im Prinzip ist jeder Held spielbar und mit jedem kann man gut sein. Ebenso hat jeder Held ein ganz einzigartiges Gefühl und bedarf einer ganz bestimmten Herangehensweise. So sind der Gorilla Winston und der deutsche Ritter Reinhard zwar beide in der Kategorie Tank einzuordnen, doch müssen im Prinzip sehr unterschiedlich gespielt werden. Winston ist für einen Tank recht flink unterwegs und ist gut, um in der Nähe des Objektes für ein wenig Chaos und Verwirrung zu sorgen. Dies kann er natürlich vor allem in der Angriffsposition im Modus King of the Hill gut ausleben. Reinhard hingegen ist mit dem Schild, das bis zu 2000 Schaden blocken kann, natürlich sehr stark defensiv geprägt und sollte im optimalen Fall immer seine Teamkameraden mit seiner Barriere schützen. Wir sehen also, dass alleine zwei Helden aus der gleichen Kategorie schon total unterschiedlich sein können. Blizzard hat es wirklich geschafft, dass sich jeder Held einzigartig, gut und befriedigend anfühlt. So spiele ich zwar tendenziell oft Support und Tanks, aber wechsle, wenn es möglich ist, immer mal gerne zwischen nahezu allen Helden durch. So habe ich bis vor kurzem quasi nie Reaper gespielt und jetzt festgestellt, dass ich mit ihm, so wie scheinbar sehr, sehr viele andere Spieler auch, sehr viel Spaß habe. Doch was gibt es neben dem Offensichtlichen, neben den Helden, das dafür sorgt, dass ich in Overwatch so viel Spaß habe? Was macht Overwatch für mich so toll? Ich denke, dass es ehrlich gesagt auch der Umstand ist, dass Overwatch tatsächlich erfrischend anders ist. Es ist keiner der modernen Military-Shooter à la Call of Duty, die seit 2007 und Modern Warfare den Markt dominiert haben. Es ist aber auch keiner meiner sonst so heiß geliebten Arena-Shooter à la Quake. Es ist einfach etwas Neues, etwas für sich.
Die Time to Kill ist selbst bei den Helden mit wenig Leben hoch genug, um längere Zweikämpfe zu ermöglichen. Es ist sehr teambasiert und verfolgt das Prinzip, das zum Beispiel auch Halo damals und auch bis heute groß gemacht hat. Easy to learn, but hard to master. Shooter wie zum Beispiel Call of Duty, die schlichtweg kein sehr hohes Skillcap haben, sind im Prinzip eher für die schnelle, arcadige Action ausgelegt. Und für das, was es ist, waren die Call of Duty-Titel auch sehr gut. Es ist leicht zu lernen, bleibt aber auch über die Dauer hinweg leicht. Counter-Strike auf der anderen Seite ist vor allem für PC-Shooter-Neulinge unglaublich schwer zu lernen. Und noch härter ist es, Counter-Strike zu meistern. Overwatch und Halo hingegen verfolgen eine andere Linie. Sie sind einfach zu verstehen und es ist auch als Anfänger möglich, ein paar erste motivierende Erfolgserlebnisse zu haben. Doch dringt man tiefer in das Spiel vor, so stellt man mehr und mehr fest, dass es schwieriger wird, die tiefgreifenden Mechaniken und Elemente des Spiels zu verstehen und zu erlernen. Sowohl Halo als auch Overwatch verfolgen diese Linie, verfolgen dieses Prinzip, easy to learn, hard to master. Und das ist einer der Aspekte, die beide Spiele für mich so gut machen. Es ist motivierend, man hat Spaß an purem Gameplay, man hat Erfolgserlebnisse, scheitert aber auch immer wieder und ist motiviert, sich zu verbessern. Natürlich ist aber auch in Overwatch nicht alles perfekt. So bedarf Competitive Play nach der nun vollendeten ersten Season dringend ein Update. Doch Blizzard supportet das Spiel regelmäßig mit Updates. Welcome back everyone, this is Jeff from the Overwatch team, here with another developer update. Today we're... Man hat das Gefühl, dass sich Blizzard wirklich um das Spiel kümmert, wenn sich die Entwickler vor die Kamera stellen und über das neueste Feedback der Community sprechen. Nun gibt es auch noch 1000 Kleinigkeiten, die ich super cool finde. Die Dialoge zwischen den Helden haben oftmals einen total seltsamen Humor, der schon oft für den ein oder anderen Lacher gesorgt hat. In einem spannenden Match baut sich oftmals ein wirklich unvergleichliches Momentum auf und. Alles aufzuzählen würde wohl den Rahmen dieses Videos sprengen. Also lasst mich doch in den Kommentaren wissen, was ihr inzwischen von Overwatch haltet. Wie steht ihr zu dem Easy to Learn, Hard to Master Prinzip? Und wenn ihr Overwatch spielt, welche Helden sind eure Lieblinge? Lasst uns all das wissen und wenn ihr noch mehr zu Overwatch sehen wollt, dann schaut euch doch den hier verlinkten Podcast dazu an. Des Weiteren würde es uns sehr weiterhelfen, wenn ihr dieses Video oder unseren Kanal mit euren Freunden teilt. Damit meine ich nicht zwingend auf Facebook oder Twitter, sondern einfach den Link ein wenig verbreiten. Vielen Dank dafür, das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaußen.